Die Polizistinnen Birgit und Bettina werden während ihrer Verkehrsstreife durch Baden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Zwei Fahrzeuge sind zusammengefahren. Einer der Lenker hat sich dabei verletzt. So, grüß Gott. Erste Frage, wichtigste Frage, ist jemand verletzt? Sie sind verletzt. Brauchen Sie eine Rettung? Und ins Krankenhaus will ich schon, weil ich will mir mein Handgelenk anschauen. Ja, ist in Ordnung. Wenn wir Rettungsdienst verständigen, gut. So, wer ist Lenker? Sie sind Lenker? Er ist Lenker, ich und er. Okay, das passt. Ist mein Auto, das ist eines. Okay, waren Sie allein im Auto? Ja. Ja. Sie haben die Herrschaft mitgehabt, auch allein im Fahrzeug? Okay. Sie sind dann nachher, sind Sie dazu gekommen? Ich bin Arbeitskollege und ich bin dazu, wenn ich jetzt von der Arbeit fahre. Okay. Hallo. Okay. Sie haben es gesehen. Gut. Eine Rettung hätten wir gern, hat er gemeint, der Herr, weil er verletzt ist. Ich möchte das Handgelenk anschauen lassen. Gut. Was ist da passiert? Ausfahren aus dem Merkur-Parkplatz, nehme ich mal stark an, nicht? Und von links kommen der andere, nicht? Es war so, dass ein Taxi gekommen ist, das eingebogen ist. Ja. Und ich habe dann keinen Verkehr mehr wahrgenommen, ich habe nichts okay. mehr gesehen. Und bin dann natürlich ist raus. Und ja, ja, also von links kommend und da habt ihr euch getroffen. Gut, passt. Einen leicht verletzten. Paula kommt mit Automaten. Okay. Und Rettung verständigt. Okay. Verletzte. Einen leicht verletzten, also jetzt einmal vermutlich leicht verletzt, er hat blutende Abschürfungen. Der Herr möchte sich aber das Handgelenk anschauen, falls es gebrochen ist. Er hat Schmerzen auf jeden Fall und möchte sich es im Krankenhaus anschauen lassen. Handgelenk und diese Schlürfwunden. Das heißt, die ist geschwollen jetzt, hat er? Ein bisschen geschwollen und es brennt. Dagegen geschlagen, gegen die Scheiben oder? Gegen das Lenkrad. Das Schocken ein bisschen da oder wie geht's da jetzt? Leicht, ja, schon. Ich sag's Ihnen gleich, es ist halb so wild, okay? Sobald nicht jemand schlimmer verletzt ist, ist es in Wahrheit ein reiner Sachschaden. Wenn es unter 14 Tage Krankenstandsdauer ist, was ich vermute, wird das Ganze von polizeilicher Sicht eingestellt werden. Das ist eine reine Versicherungsangelegenheit, ja? Bitte, alles gut, okay? Alles okay. Ja? Es ist wirklich halb so wild, ja? Wie gesagt, es ist reiner Sachschaden, es ist ärgerlich, aber ich weiß jetzt, seid ihr versichert? Irgendwie Vollkasko, Teilkasko, ja, irgendwas? Haftpflicht, ja. Dann muss halt die Haftpflichtversicherung, wenn die Versicherung sagt, sie sind schuld, übernimmt halt die den anderen Schaden und sie müssen schauen, wie es entweder reparieren oder zum neuen Auto. Aber wie gesagt, besser so als irgendwer schwerer verletzt. Gell? Ich werde jetzt die unveränderten Stellungen von den Fahrzeugen anzeichnen, dann kannst du die Feuerwehr auf die Seite stellen und wir können im Nachhinein noch ausmessen, wie die unveränderten Stellungen waren. Das machen wir also, indem ich die Ecken und die Räder anzeichne, sprich markiere und die Kollegen von der Feuerwehr können dann die Fahrzeuge beiseite stellen und wir haben aber trotzdem noch die Endstellung eben ja, der ist, kann man die Verschuldensfrage stellt die Polizei so und so nicht fest. Ja, das macht in weiterer Folge die Polizeijurist in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft. Wir nehmen nur die Fakten auf, wir reden mit den Beteiligten und alles andere entscheiden andere Leute. Die 44-jährige Birgit hat jahrelang in Wien beim Unfallkommando gearbeitet. Vor kurzem hat die gebürtige Partnerin zur Stadtpolizei gewechselt. Die Gruppeninspektorin übernimmt am Unfallort die Koordination, damit die Straße schnell für den Verkehr geräumt wird. Je länger das dauert, desto mühsamer wird die ganze Geschichte natürlich. Und deswegen, wir sind ja eh, wir machen einen Schritt nach dem anderen und wie es im Endeffekt ewig abbrennt. Deswegen schauen wir, dass alles schnell frei wird. Stefan macht gerade die Alkotests. Okay. Ich habe für dich die ganzen Daten, sämtliche Daten mit Telefonnummer. Brauchst du noch irgendwas? Haben wir, ist Zeuge? Wer ist welcher ist der Zeuge? Der mit dem grauen Pullover angeblich. Okay. Haben Sie einen Ausweis für mich, bitte? Dankeschön. Ja, kein Problem. Der Augenzeuge hat nur gesehen, wie die zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert sind. Aber Daten wurden deswegen trotzdem aufgenommen. War vielleicht jetzt schnell war oder wie? Das hat er im Moment nicht angegeben. Es wird sich dann vielleicht bei einer Einvernahme dann herausstellen, ob er vielleicht auch mehr gesehen hat, als er was jetzt angegeben hat. Hallo. Verkehrsunfall rechtwinkelig beim Ausfahren, also jetzt nicht die Uhrgeschwindigkeit, nehmen wir mal stark an. Und der Herr klagt über Schmerzen im Bereich Handgelenk. Okay. Ja? Sonst haben wir keine Verletzten. Die Stadt Baden zählt seit Jahrzehnten zu den verkehrssichersten Städten Österreichs. Trotzdem lassen sich Verkehrsunfälle nicht komplett verhindern. Nach einer Stunde kann der Unfallort geräumt werden. Wir bringen auf die Unfallbaden. Okay, mit Verdacht auf. Ja, und ja, es ist jetzt einmal die Hand, aber wie gesagt, ich habe keinen
habe leider kein Röntgenblick, wir werden es jetzt röntgen lassen, okay, auf der Unfallentbahn. Alles klar. Aber es kann sein, dass natürlich gebrochen ist durch das Lenkrad. Durch das Lenkrad, ja, alles klar. Es könnte sein, dass der Unterarm gebrochen ist aufgrund des Aufpralls und er das Lenkrad festgehalten hat und sich dagegen gepresst hat. Könnte es natürlich sein, dass da eine Fraktur entstanden ist. Ja, das wird dann das Krankenhaus im Zuge eines Röntgens feststellen und abklären. Die Stadtpolizistinnen Birgit und Bettina sind auf Streife in Baden unterwegs. Jegliche Auffälligkeiten im Verkehr werden sofort wahrgenommen. Der raucht, was ist mit dem los? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, na was? Blaue oder nicht blaue? Schauen wir mal, oder? Warte, fahren wir mal kurz nach hinten nach. Schauen wir mal, wo er hinfährt. Schauen wir mal, wo er hinfährt. Das ist schon ein Stinkebulli. Was ist das? Schaut nicht gesund aus. Ja. Er parkt sich da ein. Warte, das kannst du mir aber durchs Fenster sagen. Ja. Ein Mädel ist das. Hallo. Hallo. Das Moped stinkt und raucht und ist wirklich grauslich. Okay. Ja, das müsst ihr euch anschauen lassen, bitte. Okay. Irgendwas hat's da, ja? Weil das ist hinten alles ganz vernebelt. War eigentlich erst in der Werkstatt, da wäre nichts aufgefallen. Ja, aber wir haben es jetzt gesehen, ihr seid bei uns vorbeigefahren und hat wirklich komplett weißen Rauch hinten raus und hat gestunken. Ich kann es nochmal anschauen, aber danke. Bitte, passt, okay. Danke. Baba. Es dauert nicht lange, da entdecken die Damen einen Fahrzeuglenker, der eine rote Ampel missachtet. Das geht aber nicht. Was ist denn mit dem Vorhang? Das ist ein Selbststeller, oder was? Ich bleibe gleich zwei stehen, das ist ja praktisch. Tschüssi. Lenker, Fahrzeugkontrolle, Führerschein und Zulassungsschein, bitte. Ja, schon. Der fährt eh schon weiter. Gut, doch. Was habt ihr? Der Herr ist bei Rotlicht. Nein, abgebogen vor uns. Deswegen haben wir ihn jetzt kurz angehalten. Sie wissen es eh, Sie haben es eh gerade selber gesagt. Ja. Wir sind gegenüber bei Rot gestanden und Sie sind bei Rot in die Kreuzung eingefahren und dann sind Sie abgebogen. Ich wollte euch noch fahren. Ja, und wir sind, wie gesagt, wir sind bei Rot schon stehen geblieben. Deswegen haben wir das genauso wahrgenommen. Der Herr hat kein Bargeld mit. Er hätte es gleich begleichen können in der Form von 50 Euro. Und nachdem er kein Bargeld mit hat, habe ich ein bargeldloses Organstrafmandat angeboten. Da ist ein Erlagschein mit dabei und den kann er dann einzahlen. Was kostet es jetzt mehr, oder? Nein, es kostet genauso viel, nur hat er eben die Möglichkeit, das mit Erlagschein dann in weiterer Folge einzuzahlen.